Servus Lastowas, Freunde! Seattle ist voller geheimer Orte. Da kann man so geile Gegenstände abstauben, wie zum Beispiel die Schrotflinte, ein Holster oder zum Beispiel Skills und andere Sachen. Dass ihr nichts verpasst, zeige ich euch alle hier in diesem Video. Bleibt dran, es lohnt sich. Seattle ist eine richtig geile Stadt, sie ist sehr groß, aber auch extrem unübersichtlich. Man kann schnell ein Versteck übersehen, indem man eben geile Gegenstände abstauben kann. Dass euch das nicht passiert, zeige ich euch die ganzen. Falls ihr noch mehr Guides zu Last of Us 2 sucht, könnt ihr gerne auf meinem Kanal vorbeischauen, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Die erste Location, die ihr keinesfalls verpassen solltet, befindet sich ganz vorne links auf der Karte. Seht ihr jetzt hier auch markiert. Wenn ihr in dieses Gebiet reingeht, einfach links halten, ganz links. Das ist die Westlake Bank. Man kriegt eben Hinweise, dass diese Westlake Bank noch nicht auf Waffen oder Ausrüstung untersucht wurde. Ihr seht hier auch das verfallene Gebäude. Kann man nicht verpassen. Und dort drin bekommt man die legendäre Schrotflinte, eine sehr wichtige Waffe für das Spiel. Sie ist aber sehr gut bewacht von mehreren Infizierten. Es gibt, glaube ich, noch ein, zwei Klicker, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Tipp von mir, schaut, dass ihr eine Flasche mit dabei habt oder einen Backstein, werft den auf die rechte Seite. Die ganzen Infizierten und natürlich auch die Klicker laufen an diese Stelle und dann wird einfach ein Molotow-Cocktail hinterhergeworfen. Ist extrem easy, ihr tötet eigentlich, wenn es gut läuft, alle auf einmal. Zur Not könnt ihr noch ein paar Schüsse abgeben und dann habt ihr das Gebiet auch schon geklärt. In der Bank gibt es sehr viele Sachen zum Abschrauben. Schaut die ganzen Leichen an für Munition, in die Schränke rein für besondere Gegenstände. Das lohnt sich auf jeden Fall richtig. Auf der linken Seite weiter hinten gibt es einen zweiten Bereich. Dort befindet sich auch der Tresor. Man findet vorab einen Zettel vor dem Tresor, der eben Hinweise gibt auf das Passwort oder auf die PIN-Nummer vom Tresor. Das wäre 602306. Und wenn ihr dann das richtig eingibt, öffnet sich der Tresor und im Tresor findet ihr diese geile Schrotflinte, ist einfach Gold wert im Spiel. Ihr findet auch gleichzeitig noch Munition dafür und hinten im Eck gibt es noch einen Ring oder so ein Schließfach. Dort könnt ihr einen Ring rausholen und den sollte man auch nicht verpassen, ist im Endeffekt ein Sammlerstück. Eine extrem geile Location, wie gesagt, lohnt sich reinzuschauen und wenn ihr rauskommt, solltet ihr auf jeden Fall auch aufpassen. Bei mir sind beim Rückzug nochmal ein Klicker und ein Infizierter gespawnt. Ihr habt dann aber die Schrotflinte, könnt ihr easy niederschießen oder ihr macht stealthmäßig und spart euch die Muni. Der zweite Ort befindet sich direkt hinter der Westlake Bank, ist im Endeffekt so eine kleine Dialogszene, ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich zeige es euch kurz, denn es gibt einfach so ein bisschen Hintergrundwissen, ihr geht einfach um die Westlake Bank rum und durch dieses Tor durch, auf der linken Seite findet ihr ein kleines Lagerfeuer, da gibt es ein kleines Gespräch, wer das machen möchte, kann sich es gern anhören. Die dritte geile Location befindet sich ganz hinten links auf der Karte, ganz im Eck. Ich bin jetzt einfach vom Lager runtergeritten von dem Lagerfeuer. Seht es auch hier nochmal auf der Karte. Das ist wirklich ganz links. Die letzte Reihe, da kommt ihr gar nicht hin. Nur zur Info, dass ihr nicht verwirrt seid. Ihr seht hier diesen geilen Panzer. Weil fahren kann man damit leider nicht, aber man kann oben in die Luke reinschauen und findet Schrotflintenmunition. Ihr seht hier auch nochmal einen Rundumblick. Hier bin ich gerade runtergeritten. Drüben auf der linken Seite ist zum Beispiel die Kuppel. Da muss man eben mit der Story hin und macht diese Luke vom Panzer auf. Schrotflintenmunition ist nie verkehrt, kann man immer gut gebrauchen. Location Nummer 4 befindet sich mittig auf der Karte. Ihr seht auch hier nochmal die Westlake Bank. Auf der rechten Seite ist diese Kuppel und hier ist ein riesiges verfallenes Gebäude. Es steht im Endeffekt nur noch eine Haushälfte. Einfach die Treppe hochlaufen. Hier ist es ein bisschen tricky. Muss so oft im Spiel immer Glas kaputt machen, dass man in einen anderen Bereich reinkommt. Das muss man auf jeden Fall erstmal ein bisschen lernen im Endeffekt. Am Anfang läuft man sehr oft an irgendwelchen Glassachen vorbei oder Vitrinen, weil man sich kaputt macht. Springt einfach drüber. Dann einfach wieder ums Eck und dort oben ist ein weiteres Versteck. Ihr findet, glaube ich, um die 16, 18 Pillen. Ultra cool. Ihr findet auch eine Karte, so eine Sammelkarte im Endeffekt. Ihr findet Schrott, auch eine sehr geile Location. Der nächste geile Ort ist im Endeffekt diese Kuppel. Einfach auf der linken Seite reinlaufen. Da muss man auch mit der Story hin. Wichtig, klettert mal diese Treppe nach oben und schaut immer in diese kleinen Häuschen rein. Denn hier findet man auch sehr coole Waffen. Das ist jetzt, oder sehr coole Gegenstände, das ist jetzt hier auf der rechten Seite. Das kleine Häuschen auf der linken Seite gibt es ebenfalls noch was. Lohnt sich immer, dort vorbeizuschauen. Als nächstes gehen wir in den Musikladen rein. Auch hier kann man coole Sachen abstauben, bekommt sogar eine Cutscene. Hinter uns ist, wie gesagt, immer noch diese Kuppel. Ich hoffe, ihr habt drin auch alles durchsucht, aber viele Sachen gibt es in dieser Kuppel nicht zu finden. Musikladen, einfach die Tür öffnen und schaut euch dort drin um. Im oberen Bereich, wie gesagt, kriegt ihr eine Videoszene. Seht jetzt hier auch ganz kurz. Ich will euch aber nicht zu weit spoilern, deswegen lasse ich sie nicht ablaufen. Und auch wenn ihr nochmal im Eck da drüber hüpft, gibt es Vitrinen und die könnt ihr auch kaputt schlagen. Einfach alles im Laden untersuchen.
Der nächste Ort ist extrem nice. Wir sehen uns auf den Musikladen raus. Links auch wieder die Kuppel. Denn man bekommt bei diesem Ort sehr viele Sachen raus. Gleichzeitig noch eine Werkbank, wo man eben dann seine Waffen upgraden kann. Finde ich cool. Ihr reitet durch diesen Torbogen durch und klettert die Treppe nach oben. Auch hier sind wir diese kleinen Häuschen, diese kleinen Kabuffs. Schaut auch hier wieder in die Schubladen rein, denn es lohnt sich, wenn ihr in die Schubladen reingeschaut habt, dann findet ihr hinten links ein Zelt und in diesem Zelt findet ihr so viel Schrauben und Schrott etc., Schrotflintenmunition, das lohnt sich einfach extrem. Und wenn man sich umdreht, wie gesagt, gibt es noch eine Werkbank und ihr habt schon so viel Schrott etc. hier in diesem Bereich gefunden, da könnt ihr schon die ein oder andere Waffe einen Tick upgraden. Hier noch ein kleiner Blick auf die Karte, wo ich mich befinde. Es ist jetzt auch mit dem Schraubenschlüssel markiert, wo sich eben diese Ausrüstungskiste befindet oder die Werkbank eher gesagt. Von hier aus geht es zur nächsten Location. Sehr geil, ist nämlich ein Tresor. Ihr braucht aber einen Pin, den kriegt ihr natürlich auch von mir. Ihr hüpft hier einfach runter, haltet euch links, müsst einfach rüber zu diesem Bus laufen. Das ist echt gut versteckt, denn von der einen Seite, von der anderen Seite sieht man es gar nicht. Von links, wenn man hier kommt, kann man es schon erhaschen. Geht hier durch dieses Tor durch. Und dann auf der rechten Seite befindet sich jetzt der Tresor. Man braucht natürlich ein Passwort. Man kriegt hier einen Hinweis, dass sich hier das Gate West 2 befindet. Und ich hoffe mal, dass ihr am Anfang von der Story, bevor ihr nach Seattle reingekommen seid, diesen Brief gefunden habt, wo diese ganzen Passwörter oder die ganzen Codes von diesen Toren draufstehen. Ich zeige es natürlich auch hier. Ihr könnt natürlich auch in euer Inventar reingehen. Und es heißt, glaube ich, Kontrollpunkt Torcodes oder so. Der Code vom Tresor ist 0451. Einfach eintippen, aufmachen und die Gegenstände rausholen. Die nächste Location, die man keinesfalls verpassen darf, befindet sich ganz hinten links in Seattle. Ich zeige es euch auch noch gleich auf der Karte. Kann man eigentlich nicht so weit verpassen, wenn ihr von diesem Tresor wieder rausgeht. Haltet euch einfach links, reitet die Straße links runter bis ans Ende, dann kommt ihr dort raus, wo ich mich gerade befinde. In diesem, ich würde sagen, es ist einfach ein Einkaufsladen, findet man ganz hinten einen Schlüssel. Mit diesem Schlüssel kann man woanders aufschließen und bekommt ein Holz daraus, was eben extrem geil ist, denn man kann schneller die Waffen wechseln. Auch so findet ihr sehr geile Gegenstände in diesem Laden drinnen. Ihr könnt auch die einzelnen Vitrinen und Kühlschränke kaputt machen. Auch dort findet ihr Munition und andere Sachen. Und wenn ihr eben in den hinteren Bereich geht, wartet eine kleine Überraschung auf euch. Hier am besten die Schrotflinte ausrüsten, ansonsten wird es ein bisschen eklig und ihr findet dann am Waschbecken diesen besagten Schlüssel und das ist eben die nächste Location, wo wir gleich hingehen. Der besagte Hundeladen befindet sich neben dem Parkhaus. Ich zeige es auch hier nochmal. Hier hinten ist diese Westlake Bank. Ihr seht es auch gleich nochmal auf der Karte. Zack, hier befinde ich mich. Über uns ist wie gesagt das Parkhaus und ganz unten in der Reihe ist im Endeffekt die Westlake Bank. Der Laden selber ist verschlossen vorne. Seht ihr auch, komplett zu barrikadiert. Ist wirklich ein bisschen schwerer gemacht. Und ihr könnt aber so eine kleine Straße reinlaufen und dort hinten auf der linken Seite findet ihr eine weiße Türe und dort könnt ihr eben mit diesem Hundeschlüssel aufschließen. Dort drin gibt es extrem viel Sachen. Falls ihr voll seid, schaut einfach, dass ihr dann zum Beispiel einen Medikit oder Molotov-Cocktail einfach herstellt und dann die weiteren Sachen aufnehmen könnt. Ganz hinten links findet ihr einen weiteren Bereich und da bekommt ihr jetzt dieses legendäre Holz. Es ist einfach extrem wichtig. Man kann schneller die Waffen eben wechseln. Es ist zufällig meiner Meinung nach, ob man das Ganze dann für die größeren Waffen bekommt, für Schrotflinte und Gewehr oder für die Pistolen. Ich hatte Glück und habe es eben für die größeren Waffen bekommen, für die Schrotflinte und für das Gewehr. Später im Spiel bekommt man dann auch noch dann für die andere Waffenart im Endeffekt das Holster. Das ist extrem geile Location, sollte man keinesfalls verpassen, lohnt sich einfach extrem. Wenn man aus diesem Hundeladen rauskommt, haltet euch links, denn dort finden wir den nächsten geheimen Ort. Ich glaube aber, viele von euch haben das schon entdeckt. Es ist nicht so geheim, man sieht es relativ gut. Und zwar ist das hier dieser Konvoi, der wurde überfallen und der letzte oder der allererste Truck kann man öffnen und dort drin findet man eben Schrott. Auch nice, kann man seine Waffe eben wieder schneller upgraden oder verbessern. Einfach die Tür öffnen, gibt auch noch ein paar so einen Zettel für ein bisschen Hintergrundwissen und hinten im Truck auf der linken Seite findet ihr dann das Material. Die nächste Location darf man wieder keinesfalls verpassen, denn man bekommt hier das Skillbuch. Es ist im Endeffekt im Parkhaus, da muss man eben mit der Hauptstory vorbei. Deswegen der Eingang, den findet ihr auf jeden Fall, denn da müsst ihr eben rein mit der Hauptstory. Dort drin warten sehr viele Infizierte und auch schon Mutierte, die einfach ausschalten. Auch hier liegen natürlich wieder sehr viele Sachen rum. Und wir müssen eben einen Stock tiefer, wenn ihr dort angekommen seid, lauft am Ende, zum Ende des Gangs. Auf der linken Seite ist eine verschlossene Türe, kann man auch leicht
gleich wieder übersehen, man weiß nicht, wie man reinkommt, im Endeffekt einfach das Glas kaputt machen und der Ort ist einfach legendär. Wenn ihr da drin seid, auf der linken Seite finden wir ein Buch. Mit diesem Buch schalten wir den zweiten Skillbaum frei, der schon ganz nice ist. Da sind ein paar nette Skills mit dabei und allgemein auch der Raum sind auch Gegenstände mit drin. Auf der rechten Seite finden wir eine Machete, ebenfalls sehr geil, tötet sehr schnell und effektiv mutierte Gegner, allgemein alles rundum. Und wenn man zurückgeht, findet man noch einen Tresor. Der Pin befindet sich an der Wand geschrieben. Einfach den Pin eingeben, seht ihr auch hier, wie er ist. Und dort drin kann man auch nochmal Material abstauben. Wirklich eine sehr geile Location. Allgemein schon wegen dem Skillbuch darf man keinesfalls verpassen. Eine weitere geile Location befindet sich hinterm Parkhaus. Ihr seht auch das Gebäude. Hier ist das Parkhaus. Man kann dann durch dieses Tor durch. Ja, dürfte man eigentlich nicht verpassen. Ich zeige es euch auch gleich nochmal auf der Map. Und ja, wie gesagt, ihr seht, da ist das Parkhaus, über uns das P-Schild. Und ja, hier ist hinter mir ist jetzt im Endeffekt diese Treppe. Die Treppe geht hier hoch, einmal links ums Eck. Und dort ist so eine kleine Kiste, die könnt ihr auch nochmal öffnen und bekommt Materialien raus. Ist auch nicht verkehrt. Und das war's im Endeffekt. Würde mich freuen, wenn ihr auf meinem Kanal vorbeischaut, wenn ihr mehr zu Last of Us 2 sehen möchtet. Könnt natürlich auch gerne mit einem Abo dableiben. Würde mich über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen und geholfen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.